In Leipzig hieß es heute Abschied nehmen, und zwar von einem der bekanntesten und wichtigsten Kantoren des weltberühmten Thomaner Chores, Georg Christoph Biller. Am 27. Januar war Biller nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben. Wir haben den offiziellen Trauergottesdienst heute besuchen dürfen. Knapp 200 Gäste konnten nach vorheriger Anmeldung an dem Abschiedsgottesdienst in der Leipziger Thomaskirche teilnehmen. Liebe Freunde und Weggefährtinnen, liebe Gemeinde, wir nehmen heute Abschied von eurem Mann, eurem Bruder, Angehörigen und Freund, von Alt-Thomaskantor Georg Christoph Biller. 22 Jahre war Biller als Thomaskantor im Dienste der Musik und des Leipziger Knabenchores im Einsatz, bis er 2015 krankheitsbedingt das Amt niederlegen musste. Ja, wir sind sehr froh, dass es möglich war, alle Chöre, die Georg Christoph Biller hier in Leipzig gegründet bzw. geleitet hat, zu vereinen, dass es unter diesen Umständen ging und ja, dass es auch sogar möglich war, einige der Wünsche zu erfüllen, die er selber gehabt hat. Ich denke, diese Trauerfeier war in seinem Sinne. Und für mich persönlich hat er einfach die Bedeutung, dass wir in diesen gut 20 Jahren, also 22 Jahren, ganz viel auf den Weg haben bringen können. Den musikalischen Bildungscampus Forum Thomanum, aber auch wieder die zentrale Bedeutung des Gottesdienstes. Er wurde 1955 in Nebra geboren, war selbst Thomaner, studierte Gesang und Dirigieren und trat 1992 als 16. Nachfolger das Erbe von Bach an. Wir haben uns unglaublich gut verstanden. Das hat man gespürt. Das ist eine kurze, aber intensive Freundschaft entstanden. Auf gegenseitiger Wertschätzung, die auf dem fußt und auf der Musica Sacra und auf dem, was er aufgebaut hat, das ist ganz klar. Vor knapp 3 Wochen hat Georg Christoph Biller den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Er wurde 66 Jahre alt.